Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf meinem Kanal. Ja, Battleblock Theater ist ja zu Ende gegangen und wir brauchen ein Nachfolgeprojekt, das immer um 14 Uhr kommt. Das ist leider kein Nachfolgeprojekt, es wird vermutlich nur ein Angezockt sein. Mal gucken, vielleicht auch mehr. Wir müssen mal schauen. Auf alle Fälle habe ich hier zwei Spiele, wovon ich jetzt dieses hier als erstes mal in Händen halte, Euphloria. Und dann habe ich noch Skilltree Saga, das schwarze Auge. Das werden wir uns dann übermorgen anschauen, 14 Uhr. Ich schätze mal, dass zweiteres Let's Play werden wird. Ich kann es noch nicht sicher sagen. Bei dem hier wissen wir es noch nicht. Das kommt ganz drauf an, wie ihr das ganze Let's Play aufnehmt. Ja, ein paar von euch wissen ja bereits, dass ich mit Head Up Games mittlerweile relativ eng zusammenarbeite, wenn man das so sagen kann. Ich habe auch lieben Leute von Head Up Games auf der Gamescom persönlich kennengelernt, vor allem meinen persönlichen Ansprechpartner, den ich da vor Ort habe, der in der PR-Abteilung tätig ist. Und die schicken mir immer E-Mails zu über den Presseverteiler, wenn sie Spiele neu releasen oder wenn ein Spiel in Steam plötzlich erscheint oder halt zum Beispiel dann in den Laden kommt, weil es vorher nur online erhältlich war, in virtueller Version. Und da haben sie mir unter anderem geschrieben, dass eben Euphloria jetzt an den Handel kommt und wer dann Interesse daran hätte. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut und ich fand das ganz, ganz toll. Und die von Head Up Games reagieren immer so unheimlich toll und so unheimlich schnell, wenn man dann schreibt, hey, ich hätte Interesse an dem Spiel, und haben mir deswegen Euphloria zugeschickt. Und das Lustige war, ich habe denen geschrieben, und am nächsten Tag, oder am übernächsten Tag war es, am übernächsten Tag bekomme ich wieder eine E-Mail von Skilltree Saga. Und ich dachte mir so, ich kann nicht schon wieder schreiben, dass ich das gerne haben möchte. Und lustigerweise kam gerade an dem Tag, wo diese E-Mail kam, die Post mit Euphloria, und Skilltree Saga war schon von Haus aus dabei. Also von daher ein ganz großes Danke an Head Up Games. Denn dank Head Up Games halte ich hier gerade in Händen die Euphloria Limited Edition. Wenn ich mir die Rückseite anschaue, sehe ich limitierte Auflage 12 von 2000. Das finde ich ganz, ganz toll. Wenn ihr mal auf meinen Instagram-Account guckt, den ihr, wenn ich es nicht vergesse, in der Videobeschreibung findet, oder ansonsten einfach auf meinem Kanal auf der Seite von der Kanalinfos, wo ihr ganz viele Links findet, dann seht ihr auch ein Bild von dieser Limited Edition. Die ist unheimlich schön gemacht, die ist so toll. Und da ist unter anderem ein Poster dabei und es ist ein Steam-Key dabei. Das heißt, theoretisch könnte ich irgendwann mal den Steam-Key von diesem Spiel verschenken, verlosen, wie auch immer. Verlosen ist auf YouTube ja ein bisschen schwierig, da gibt es ja ganz, ganz strenge Auflagen, deswegen sind auch die ganzen Gewinnspielvideos von meinem Kanal verschwunden. Auf alle Fälle sieht es ganz toll aus. Und diese CD ist, wie heißt es nochmal, das stand hier irgendwo, eine DRM-freie Version, das heißt, man muss keinen Key eingeben und sie hat, glaube ich, nicht mal einen Kopierschutz, aber das ist nicht so. Das soll nicht die Rolle spielen. Das heißt aber im Endeffekt, ich könnte diese CD, so wie sie ist, einfach so weitergeben. Mal schauen, wer weiß. Vielleicht gibt es irgendwann einen Tag, wo es dieses Spiel zu gewinnen gibt von mir. Wer weiß. Aber jetzt haben wir lange genug gelabert. Fast 4 Minuten. wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier die Optionen, wo wir die verschiedenen Levels scheinbar freischalten können. Wollen wir natürlich nicht. Den Playstyle, Relaxed oder Challenging. Ich habe Challenging, das ist voreingestellt. Hier können wir doch die ganzen Controls noch einstellen. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe übrigens, kleiner Tipp, wenn euch das Spiel gefällt, ich habe die Demo auf dem Handy bereits gespielt. Es gibt auch die Vollversion auf dem Handy, die kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel. 2 Euro noch was? Ich müsste jetzt lügen, vielleicht kostet sie auch mehr. Dann haben wir die Game Options. Hier könnt ihr noch mal alles ein bisschen einstellen. Das habe ich mir jetzt mal alles gelassen, wie es war. Erase Game Progress, also im Endeffekt nochmal alles zurücksetzen und so weiter und so fort. Hier kann man die Artefakte, die man sammeln kann, sehen. Hier kann man die Achievements sehen, die es hier in diesem Spiel gibt. Da gibt es ja doch ein paar, oder? Ah ja, scroll, da gibt es ein paar Achievements. Die Hilfe ist noch da und so weiter. Wir wollen natürlich spielen. Wir haben Story Mode und Skyrimish Areas, aber wir gehen natürlich in den Story Mode. Das Spiel ist auf Englisch, also von daher nicht wundern, aber ich denke, das sollte kein Problem für uns sein. Story Mode. Story Mode is the best way to learn how to play and enjoy the game, so we recommend you play it before other play modes. Playing through the many challenges will unlock additional content. Okay. Level 1. Euphloripedia. Okay. Schauen wir uns einfach mal an.
Welcome to Euphloria. Ich könnte es natürlich euch einfach nur so vorlesen lassen, aber ich kann es auch selbst lesen, wer weiß. Take your time while learning how to play and you will be rewarded with many hours of enjoyment. You can then play in a slow and... Okay. Expansion. It is time for you to help grow our colony. As your mother tree, I will guide you. Also der Mother Tree bringt uns das Ganze bei. Explore with minor belt and establishment new colonies to serve. Irgendwas. The growers have given you... Okay, ich glaube, wir lesen es einfach so schnell durch. Okay, in unserer Colony. Und wir sehen jetzt gleich, wie man diese Kolonie erweitert. Okay, ich denke, es ist schneller, wenn jeder das für sich selbst so ein bisschen durchliest. Es gibt ein neues Feature, es ist ein Fragezeichen, das oben erscheinen wird. Das können wir klicken, wenn wir mehr Hilfe brauchen. Okay, das ist jetzt wiederum relativ lange eingeblendet. Das hätte man jetzt in Ruhe lesen können. Das ist schon mal sehr schön. Pin the view by holding the right mouse button and dragging. Use WASD or the cursor keys. Use the scroll wheel und so weiter und so fort. Okay, so können wir raus und rein zoomen. Click the asteroid to select it. Okay, Infopanel gibt uns die Details raus. Und irgendwann im Leeren ist wieder zum Deselecten. So haben wir selected und so haben wir deselected. Alles klar. Ist das ein Asteroid? Können wir reinzoomen und rauszoomen. Wir können uns auch bewegen. Okay, it's time to explore the next asteroid. Ja, der ist hier. Okay, das ist jetzt... Da können wir jetzt in Ruhe lesen. Seedlings can be sent to another asteroid by activating send mode. Okay, ich versuche es einfach frei zu übersetzen. Ich denke, das geht ein bisschen schneller. Wir können diese Setzlinge zu einem anderen Asteroiden schicken mit dem sogenannten send mode. Es gibt verschiedene Wege, um das Ganze zu tun. Und man soll dann einfach das auswählen, was man selbst bevorzugt. Man kann sie allerdings nur in der Colony-Reichweite schicken, die man dann eben sieht, wenn man den Send-Mode aktiviert hat. Das heißt, jeder Asteroid hat so eine eigene Range, innerhalb der man diese Setzlinge weiterschicken kann. Natürlich ist der begrenzt. Das heißt, wenn man einen, der ganz weit weg ist, dort ist, so Setzlinge hinschicken will, müsste man erst eine Verbindung herstellen. Aber da kommen wir noch dazu. Okay. Das weiß ich eigentlich schon, wobei ich weiß nicht, ob es in der Computersteuerung ein bisschen anders ist. Ich denke, das schaffen wir schon. Wir klicken diesen hier an und wollen ihn da hinschicken. Das heißt, ich mache Doppelklick drauf oder nein, ich mache nicht Doppelklick. Moment. Wie ging das nochmal? Okay, wir lesen nochmal die Hilfe. Press Fragezeichen for help. Ah, da oben. Nochmal. Hold the left. Okay. Also nochmal. Wir halten die rechte Maustaste. Auch nicht. Okay. Aber wir haben doch schon hold. Und jetzt halten? Ach, wir müssen rüberziehen. Jetzt oder? So kann man es auch machen. Okay. Und jetzt schicken wir diesen kleinen Setzling auf eine Reise. Wir können jetzt den begleiten. Und der landet jetzt hier. Und jetzt fetzt er hier rum. Okay, das haben wir schon mal geschafft. So, schauen wir mal. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Den neuen schicken. Und diese Taste drücken. Und dann hierhin. So kann ich auch einen Setzling weiter schicken. Und wir sehen hier, auf diesem gibt es schon zwei weitere Setzlinge, die hier rumfetzen. Wir sollen versuchen, 10 Setzlinge zusammenzubekommen. Okay. Hier gibt's. Okay, das gibt es hier am Anfang noch gar nicht. Alles klar. Okay, wir schicken also von hier wieder Setzlinge hier rüber. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die hier hinzuschicken. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier wieder was. Wir können auch immer wieder reinzoomen. Oh, das sind gleich viel, viel mehr Setzlinge hier auf diesem Asteroiden. Okay, to add this asteroid to your colony, ja genau, wir können jetzt hier einen sogenannten Baum, also einen sogenannten Baum, einen Baum pflanzen. Das geht, wir sehen hier, wir brauchen 10 Setzlinge, um das Ganze zu machen. Und jetzt fetzen die da alle rein und bevölkern das Ganze, beziehungsweise bewachsen das ganze Gebiet, aber so ein kleines bisschen so ein Gras. Und hier
steht jetzt ein Baum. Und dieser Baum setzt in regelmäßigen Abständen, oder unregelmäßig, das weiß ich leider nicht, erstens so schöne Pollen frei. Das sieht dann immer ganz toll aus. Wenn man rauszoomt, sieht es ein bisschen anders aus, damit man halt sieht, dass da wirklich was wächst. Wenn man reinzoomt, kann man eben jetzt zuschauen, wie hier dieser Baum wächst. Und immer wenn er ein Stück gewachsen ist, lässt er eben einen weiteren Setzling frei. Wir sehen, wir haben jetzt schon 3 Setzlinge, obwohl wir eigentlich alle 10 verbraucht hatten. Und schon sind es 4. Wir können jetzt hier zwischendurch auch mal auf Pause drücken. Was natürlich klar ist, kann man bei jedem Spiel. Und so können wir das Ganze machen. Und können die halt jetzt im Endeffekt von Planeten zu Planeten schicken. Aber unser Missionsziel war ja, dass wir 10 Setzlinge zusammenbekommen. Es wird jetzt immer mehr Ziele geben und immer mehr Schwierigkeiten geben. Und es wird durchaus interessant. Ich muss sagen, ich mag das Spiel sehr gerne. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Auch die Soundkulisse gefällt mir sehr. Ich werde jetzt diese englischen Passagen nicht alle lesen. Denn ich werde mehr nur erklären, wie das ganze Spiel funktioniert. Um euch eben so ein bisschen zu zeigen, was eigentlich Euphloria ist. Wir haben das erste Level gemacht. Dann werden wir jetzt das zweite von Expansion anpacken. Und das ist halt jetzt immer noch dieses Tutorial. Das heißt, hier lernen wir immer noch, wie es funktioniert. Unser Mother Tree wird uns wieder hier, unser Mutterbaum, wird uns wieder zeigen, wie alles funktioniert. Und wir sollen uns halt im Endeffekt weiterentwickeln. Hier sehen wir schon einen weiteren Asteroiden. Und das ist auch ganz interessant. Wir können auch die Spielgeschwindigkeit verändern. Das ist ganz, ganz klasse. Mal gucken, vielleicht sieht man das hier sogar, wenn man auf den Baum geht. Wächst er noch weiter? Ja. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt wächst er gleich ein bisschen schneller. Wenn wir es so machen, wächst er gleich nochmal einen Ticken schneller. Und man sieht auch, dass die gleich um einiges schneller fliegen. So kann man halt selbst bestimmen, wie schnell man das denn haben möchte. Ich spiele solche Spiele am Anfang immer recht gerne schneller, weil am Anfang passiert noch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie weit diese Bäume eigentlich wachsen. Ich denke, irgendwann wird da ziemlich vorbei sein. Aber er wächst immer noch weiter. Ich weiß allerdings nicht, wie weit es noch geht. So, jetzt können wir natürlich hergehen. Wir haben jetzt hier 18 Setzlinge. Hier können wir keinen weiteren Baum pflanzen. Und schicken die mal hier rüber. Schicken wir mal alle hier hin. Und dann sehen wir, wie die jetzt hier rüberfliegen und sich hier um diesen neuen Asteroiden sammeln. Und Stück für Stück geht jetzt die Zahl an Setzlingen, die sich hier eingefunden haben, hoch. Dauert ein bisschen, bis das Spiel genau gezählt hat, wie viele hier eigentlich sind. Na, theoretisch könnt ihr jetzt schon alle zählen, aber okay, das ist ja eher unwichtig, sag ich mal. Wir sehen hier auch schon, dass hier so bestimmte Balken sind. Aber wir können noch keinen Baum pflanzen. Das heißt, wir brauchen da wohl ein paar mehr Setzlinge, um das zu pflanzen. Aber wir sehen hier, sind schon wiederum neue angekommen. Und der Baum ist schon richtig schön groß geworden. Jetzt können wir natürlich hergehen und könnten da einfach noch ein paar rüberschicken. Damit wir noch ein paar mehr dort haben. Wir sind mittlerweile gelandet und wir sehen hier, hier ist ein anderer Setzling. Lässt sich wohl ein anderer Baum. Okay, es gibt also Asteroiden mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Und auch verschiedene Bäume bzw. Setzlinge wachsen darauf. Das ist eine mit großer Energie, eine mit großer Stärke und mit großer Geschwindigkeit. Je nachdem sehen die Setzlinge ein kleines bisschen anders aus. Man sieht hier also Effects Health und Attack Power, schneller Fliegen und Enemies, Defenses, also Verteidigung. Das heißt, ihr seht schon, es wird hier wohl auch Widersacher geben, die uns da vielleicht was zum Entgegensetzen haben. Und hier sehen wir schon, dass die ein bisschen anders aussehen, die sind größer. Und wir merken, hier wächst schon wieder alles weiter und hier gibt es neue Asteroiden. Wir können jetzt hier natürlich, wenn sie sich hier auf den Weg hin machen, können jetzt hier auch dem sagen, dass sie hier rüberfliegen soll. Funktioniert aber nicht, weil die Range noch nicht so groß ist. Wenn wir jetzt allerdings die hier erstmal darüber schicken, was noch nicht funktioniert, weil wir nicht in der Range sind. Ach, wir brauchen hier erst einen Baum, verstehe. Ich glaube, wir müssen erst einen Baum machen, damit wir hier weiterkommen. Oder die Entfernung ist gerne... Ach, die, nee, doch, passt. Jetzt können wir die darüber schicken. Ich kann jetzt auch die nehmen und auch hier rüber schicken, weil wir haben ja hier jetzt eine Verbindung. Und so können wir jetzt hier unsere Setzlinge von Asteroid zu Asteroid schicken und so Stück für Stück dieses ganze Gebiet mit unseren Bäumen hier besetzen. Schauen wir mal, wie sieht der Baum aus? Wächst er immer noch weiter? Lass uns mal hier ein bisschen reinzoomen. Ich glaube, dass er nicht mehr weiter wächst. Nee, der ist jetzt ausgewachsen. Schauen wir uns den Baum mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Bäume hier doch durchaus noch verändern könnten. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das werden wir herausfinden.
sehen aber, da kann man scheinbar keinen zweiten Baum auf diesem Planeten pflanzen. Scheinen also wohl Unterschiede zu geben. Pflanzen wir hier einen Baum und hier einen Baum. Und haben so jetzt alle unsere Asteroiden mit einem Baum bevölkert. Das war wohl die Herausforderung für dieses Level. Aber es wird, wie gesagt, noch mehr geben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit nur rumschicken und Bäume pflanzen, sondern es wird dann auch noch durchaus Herausforderungen geben. Gibt hier wieder ein paar Informationen. Wer das lesen möchte, kann natürlich einfach nochmal auf Pause drücken. Aber ich denke, um das Spiel zu erklären, reicht es eigentlich, wenn man so ein bisschen... What happened to our colony? Ja, die machen hier irgendwas, ne? Okay. Es hätte hier wohl viel, viel mehr Setzlinge geben müssen, scheint es hier. Es scheinen wohl zu wenig Setzlinge zu sein. Warum eigentlich? Es sind noch 45, das ist so eine Menge. Aber hier wachsen jetzt schon zwei Bäume. Werden wir mal herausfinden, was hier los ist. Wir schicken hier einfach mal Setzlinge rüber, um den nächsten Planeten oder die nächsten Asteroiden zu bevölkern. Machen das Ganze ein bisschen auf schneller. Dann warten wir, bis die hier angekommen sind, pflanzen einen neuen Baum und schicken die hier weiter. Wobei wir hier jetzt eigentlich einen zweiten Baum pflanzen können. Wir haben hier gesehen, hier gibt es zwei Symbole. Kann hier also zwei Bäume pflanzen. Was natürlich auch bedeutet, dass wir viel, viel schneller neue Setzlinge bekommen. Weil klar, je mehr Bäume man hat, umso mehr kommen nach an Setzlingen. Okay, seltsame Signale von dem Asteroiden unter uns. Unser kleiner... okay. Okay. Wir können jetzt einen kleinen Speer so quasi ausschicken. Oh, wir hören schon, die Musik ändert sich. Schicken jetzt also hier einen Setzling hin, aber nur einen einzigen, damit dieser eine Setzling herausfindet, was ist da eigentlich los. Also schicken wir einen einzigen Setzling hin. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe mehr wie einen Setzling geschickt. Ja. Wow, was ist los? Unser Asteroid wird attackiert. Oh, und wir sehen hier schon, wird gekämpft. Das ist wohl ein feindlicher Baum und der wird hier gerade bekämpft. Aber, wie sieht's aus? Oh, sieht gut aus. Die feindlichen Setzlinge sind weg und unsere Setzlinge waren siegreich. Die heilen jetzt. Oh, da ist noch einer. Yes, Sir, wir haben es geschafft. Wir haben diesen befreit mit unserem letzten Setzling. Das war ganz schön knapp. Aber wir haben es geschafft. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir ja wie nur einen Seed geschickt. Ich weiß auch wieso, glaube ich. Wir müssten... Ah, wir pflanzen gleich noch einen zweiten Baum, damit es ein bisschen schneller geht. Wir schicken die dahin, aber nur einen. Und dann auf okay. Ja, das funktioniert nicht. Vielleicht darf ich nicht auf okay drücken. Das kann natürlich auch sein. Oh, das ging schnell. Der war wohl doch nicht so schwer. So, jetzt können wir auswählen, wie viele Setzlinge wir eigentlich schicken wollen. Der ist schon ziemlich bewachsen. Also schicken wir jetzt hier einfach mal die Setzlinge hin. Und zwar hier hin. Wenn ich jetzt nur einen schicke, schauen wir mal, ob wirklich nur... Ah, jetzt fliegt tatsächlich nur einer. Wenn ich auf OK drücke, fliegen alle. So, seht ihr, jetzt ist nur einer hingeflogen. Und es scheint hier alles normal zu sein. Jetzt können wir so bestimmen, wie viele Setzlinge wollen wir eigentlich hinschicken. Schicken wir mal ein paar mehr. Und so können wir halt einen Setzling zum Spähen aussenden. Aber solange wir noch keinen Baum haben, können wir noch nicht zum nächsten Asteroiden. Also werden wir jetzt hier wieder einen Speer hinschicken. Was natürlich ganz sinnvoll ist, weil wir dann einfach mal auskundschaften, was geht hier eigentlich ab? Wie viel müssen wir eigentlich hinschicken, damit wir es schaffen? Oh, da stimmt was nicht. Ach, Entschuldigung. Der war ja doch, der ist ja doch mit Feinden. Oh, seht ihr? Da sind alle unsere Setzlinge sind down. Da hat es keiner überlebt. Das heißt, wir schicken jetzt hier ganz viele Setzlinge hin. In der Hoffnung, dass sie ausreichend sind. Okay, das sollten jetzt doch genug sein. Schaut euch diese riesen Schwärme an Setzlinge an, die jetzt hier runterfetzen zu diesem Planeten. Und hier jetzt eben das Ganze bekämpfen. Und da greifen sie schon ein und bekämpfen das Ganze. Und das ging sehr, sehr schnell. Oh, aber die sind weitergezogen zum nächsten Planeten. Das heißt, wir werden selbstverständlich hier hingehen und die sofort hier weiterschicken.
Ich glaube, der ist zwischendurch attackiert worden, weil der war anfangs eigentlich frei. Also schicken wir die hierhin, um diesen Planeten zu säubern. Hallo? Hierhin? Ja? Jetzt, Anna. Jetzt schicken wir sie hin. Perfekt. Jetzt wird dieser Planet hier wieder gesäubert. Und in wenigen Sekunden können wir hier neue Bäume pflanzen. 2 Stück. Und schon haben wir das Ganze hier wieder befreit. Und geschafft. Und so funktioniert das Prinzip von Euphoria. Ich habe, wie gesagt, damals nur das Tutorial gespielt. Das heißt, ein Level fehlt uns jetzt, glaube ich, noch vom Tutorial. Weiter habe ich es noch nicht gespielt. Denke, dass es durchaus sehr, sehr interessant werden kann. Was uns alles bevorsteht, weiß ich nicht. Ob es wirklich für Let's Play geeignet ist, weiß ich allerdings auch nicht. Ich denke, das ist ein Spiel, das muss man für sich alleine genießen. Und macht sicherlich alleine viel, viel mehr Spaß. Okay, wir haben sogar noch 2 Tutorial-Missionen. Die werden wir natürlich selbstverständlich alle beide noch machen. Okay. Wir müssen hier finden, wo hier dieses böse Land ist, das infiziert wurde, wo dieses Graue herkommt. Und das wollen wir natürlich machen. Deswegen schicke ich hier jetzt mal gleich noch hier ein paar mehr hin. Genau. Diesmal hat es funktioniert, dass sie sofort darüber geflogen sind. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Um hier gleich noch einen zweiten Baum zu pflanzen. Und schicken hier gleich noch ein paar hin. Ich schicke mal so ein Drittel hin. Das sollte klappen. Schauen wir mal. Okay. Es gibt hier also Artefakte. Das heißt, ich vermute mal, dass es hier in diesem Planeten wohl... Ah, hier. Dass es hier Artefakte gibt. Jetzt müssen wir hier, pflanzen wir erstmal. Wir haben ein Artefakt gefunden. Dieses ist hier immer in diesem Universum versteckt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir dieses Artefakt hier sammeln. Ah, Ovoid 7. Das ist also dieses Artefakt, das wir hier gefunden haben. Gehört das jetzt uns? Haben wir das jetzt? Ich glaube ja. Ich glaube, das haben wir so automatisch jetzt gefangen. Das sieht irgendwie schon cool aus, wie das da rumwuselt. So, können wir hier noch einen weiteren Baum... Oh. Sind wir angegriffen worden? Hört es sich durchaus so an. Schicken wir da noch ein paar hin. Damit wir hier noch einen zweiten Baum pflanzen können. So, weil wir brauchen natürlich jede Menge Setzlinge. Denn das Problem ist, wenn wir dann irgendwann so einen Planeten wieder haben, der infiziert ist, dann bringt es uns überhaupt nichts, wenn wir nichts machen können. Schicken wir nur einen hin. Und? Sieht gut aus. Da scheint alles okay zu sein, soweit. Es bringt uns nämlich überhaupt nichts. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach so. Oh. Wieder ganz kurz attackiert worden. Das heißt, einer von diesen beiden muss wohl... Ich glaube fast der, weil der am nächsten dran ist. Es bringt uns nichts, wenn wir dann nicht genug Setzlinge haben, um eben die Bedrohung abzuwenden und uns dann ganz viele draufgehen. Hinterher attackieren die dann wiederum uns. Das, denke ich, kann durchaus passieren. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Das wäre nicht schön. Und schon ist er gereinigt. Jetzt wuseln die dann nochmal. Oh, und hier werden wir gerade vollst attackiert. Das heißt, ich schicke jetzt ganz, ganz schnell hier weiter welche hin. Damit wir hier gute Chancen haben. Pflanze hier gleich noch einen zweiten Baum. Schick hier auch noch mal gleich ein paar hin. Ich hätte vielleicht nicht alle hinschicken sollen. Aber bevor uns dieser Baum hier aufgibt... Ja, unsere Gegner sind fast down. Perfekt. Und so geht man halt vor. Ich denke, am Anfang kann man noch relativ ohne große Probleme die ganzen Schwärme hinschicken. Oh, schau, da ist wieder so ein Baum. Ich denke, am Anfang ist das noch möglich, aber ich glaube, im späteren Spielverlauf ist es vielleicht nicht mehr zu empfehlen, wirklich die ganzen Schwärme dorthin zu schicken. Aber schaut, das haben wir jetzt sehr gut geschafft. Diesmal sollten wir vielleicht mal nicht ganz so viele schicken. Damit da noch ein paar zurückbleiben, weil wenn die beiden hier attackieren, dann bekommt man ein Riesenproblem. Ah, der ist auf alle Fälle schon mal safe. Wir können natürlich zwischendurch auch einfach mal reinzoomen, können uns anschauen, wie sich diese Bäume entwickeln, können uns das Ganze anschauen, auch die Geräusche so ein bisschen hören, die hier vor sich gehen. Das ist eine ganz schöne Sache. So, dann schicken wir jetzt einfach gleich mal hier weiter.
dürfen wir wieder nicht die komplette Menge, weil wir wollen ja auch einigermaßen geschützt sein. Hier kommen wir, oh, hier kommen wir sogar doch hin. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da hinkommen, aber das kleine Futzelchen hat gereicht. Aber sieht man hier, unsere ganzen Kolonien, die wir ausgesendet haben, waren alle schon down. Keine der Kolonien hat hier überlebt. Das heißt, wir müssen hier gleich mal eine viel, viel größere Masse schicken. Das heißt, ich aktiviere jetzt drei meiner äußeren Planeten, weil ich glaube, dass die relativ gut geschützt sind, weil sie müssen erstmal hier durch diese zumindest durch diese drei Planeten durch, oder zumindest durch ein paar davon, zumindest durch einen, um da überhaupt eine Chance zu haben. Hier gleich mal einen neuen Baum pflanzen, einen schönen Setzling bekommen und wir haben den sogar schon bevölkert. Seht mal, also teilweise kann das doch ganz flott gehen. Aber ich glaube halt wirklich, dass das im späteren Verlauf gar nicht mehr so einfach ist. Wer weiß. Wie schon gesagt, man kann natürlich auch den anklicken und dann hier so rüberziehen. Und das geht natürlich auch. Und hier, das wiederum, das sieht schon episch aus. Aber laut ist es. Laut ist es. Und die hier werden attackiert. Das heißt, wir senden jetzt hier sofort ein paar aus, damit die Planeten hier auch wirklich safe bleiben. Und wir haben den auch schon bevölkert. Seht ihr, und schon haben wir es geschafft. So einfach kann es grundsätzlich gehen. Aber wie schon jetzt ein paar Mal gesagt, ich denke, dass der Schwierigkeitsgrad schon ziemlich ansteigen kann. Wer weiß, wer weiß. So, es wird natürlich sicherlich noch andere Bäume geben. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt. Ob es nur diese drei gibt, die uns vorgeschlagen wurden. Wir haben ja jetzt bisher nur zwei gesehen. Drei wurden uns ja schon vorgestellt, aber zwei haben wir bis jetzt erst gepflanzt. Wer weiß. So. Hier ist das Mutter Tree sagt uns gerade, dass wir wissen, dass hier ganz schön viele Planeten von dieser Krankheit übersät wurden. Oh, wir können hier schon drei Bäume pflanzen. Pflanzen wir auch mal einen dritten. Oh, und die drei wachsen sogar alle drei nebeneinander. Das ist ja cool. Kann man vorstellen, dass es ziemlich episch ausschaut, wenn hier drei Bäume auf einmal wachsen. Wir schicken jetzt hier noch ein paar rüber. Nicht ganz so viele, aber ein paar zumindest. Damit wir hier relativ schnell noch den dritten Baum hinbekommen. Und wir sehen hier auch, wie viele Enemies das hier eigentlich sind. Das heißt, wir können dann auch abschätzen, wie viel müssen wir eigentlich hinschicken. Ich schicke jetzt hier mal nur einen einzigen hin. Und in der Theorie, wenn der jetzt hier angekommen ist. Ich habe eigentlich... Oh, ich habe wieder auf OK gedrückt. Okay. Ich habe wieder auf OK gedrückt. Okay, wir sehen 12 Enemies. 8 Setzlinge haben wir hingeschickt. 12. Und wir können schon einen Baum pflanzen. Jetzt schon, obwohl noch gekämpft wird. Das finde ich durchaus interessant. Weil es auch keinen feindlichen Baum gab. Aber die sind ziemlich stark. Wie ihr seht, haben die hier den Planeten ziemlich schnell kaputt gemacht. Wir machen das Ganze wieder auf schneller. Oh, die hauen ab. Die sind abgehauen. Habt ihr das gesehen? Und dieser wird hier gerade attackiert, aber es ist nur ein Enemy. Den sollten die relativ schnell down bekommen. Hoffe ich? Ja, okay. Es wäre ja noch das Schönere gewesen, wenn die das nicht hinbekommen hätten. Wir sehen hier 6 Setzlinge. Es ist noch nicht viel. Oh, und wir werden hier schon wieder... Oh, wie viel... Das neue... Oh, puh. Steht, wie die unsere Bäume hier angreifen. Diesmal greifen die unsere Bäume an. Das heißt, wir müssen halt wirklich echt aufpassen. Es macht also durchaus Sinn, jetzt etwas zu warten, bis diese beiden Planeten schöne Mengen an Setzlingen haben, damit wir hier dann hier neue hinschicken können. Aber sie sind schon wieder abgehauen. Das heißt, sie haben Rückzug angetreten, weil sie scheinbar davor ausgegangen sind, dass sie es nicht schaffen. Das ist natürlich für uns ein großer Vorteil, weil wir so jetzt drei Planeten haben, die Setzlinge produzieren. Wäre ja doch sehr, sehr schade, wenn wir keine Chance hätten. Ich schicke mal ungefähr so viel hin. Damit noch ungefähr ein Viertel auf dem anderen Planeten zurückbleibt. Und dann gucken wir mal. 30 Setzlinge hingeschickt und die haben die anderen sofort vertrieben. Sehr schön. Das ist auch toll. Ich schaue mal in der Zwischenzeit mal hier rein. Das sieht schon sehr, sehr schön aus, muss ich gestehen. Das hat schon was. Eine andere Musik, wenn man weiter reinzoomt. Nee, Spahn. Habe ich mich vertan. Die Musik hat nur umgeschwungen. Und jetzt sind hier erst 6 Setzlinge. Ist noch nicht viel, aber ich schicke jetzt hier schon mal ein paar hin. Und die schicken wir auch schon mal dahin. Und dann können wir die jetzt nämlich dahin schicken. Ich denke, dass die hier relativ safe sind. Schicken wir mal ein Drittel aller hin. Und gucken mal. Die Musik ist sehr, sehr schön gemacht. Die ist aber auch bei dem Spiel mit dabei. Weil, zumindest bei meiner Version ist es so, es ist diese DRM-freie Version, ein gratis Steam-Key, Euphoria Classic, nur für den PC. Es scheint also wohl auch noch eine andere Version zu geben. Das ist ja jetzt Euphoria HD.
Dann noch Dyson, das ist ein Prototyp davon, Poster und der Soundtrack, genau. Also ihr seht schon, in der Limited Edition ist noch einiges dabei. So, hier müssen wir einen neuen Baum pflanzen. Oder haben wir noch gar keine gepflanzt gehabt? Ich weiß es nicht. Enemies haben sich hier keine gezeigt. Das Gefährliche ist natürlich, in dem Moment, wo wir hergehen und schicken jetzt hier irgendwo Setzlinge hin und bauen einen oder pflanzen einen neuen Baum, kann es halt durchaus passieren, dass dadurch, dass wir ja Setzlinge durchs Pflanzen verlieren, wir halt plötzlich ein Riesenproblem haben, wenn wir attackiert werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß es nicht, weil wie gesagt, ich habe selber nur das Tutorial gespielt und es ist ja normalerweise sehr gewöhnlich, dass Tutorials etwas leichter sind. Da das eben im Tutorial meistens relativ leicht ist, schicke ich jetzt auch wirklich keine Speer, weil ich denke, dass wir im Moment keine Speer brauchen. Wir sehen hier, dass es halt jetzt schon verschiedene Versionen gibt. Das könnte interessanter schauen. Sieht dann auch der Baum anders aus? Oh, tatsächlich. Das sieht schon sehr schön aus. Wir sehen also jetzt schon, es gibt echt verschiedene Setzlinge. Mal jetzt von da ein paar von diesen dicken Bombern da losgeschickt haben. Das sieht schon ziemlich toll aus. Ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich werde das Spiel definitiv weiterspielen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich es fast lieber beim Handy spielen würde, weil man es auch unterwegs so mal spielen kann. Da sind einige Enemies, aber ich denke, wir schicken da jetzt einfach gleich mal jede Menge Horden hin. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Setzlinge auf den verschiedenen Planeten. Die brauchen natürlich teilweise ein bisschen länger, bis sie da sind. Aber jetzt können wir hier mal beobachten. Wir haben jetzt dann, schaut hin, wir haben jetzt ganz viele geschickt. Und wir sehen hier, zack, umgeschwungen. Und eine neue Pflanze. Wir können jetzt Verteidigungsbäume pflanzen. Ich würde sagen, wir pflanzen gleich mal zwei davon. Die sind ziemlich stark. Das heißt, die können uns helfen, um dann eben die anderen Planeten besser zu attackieren, beziehungsweise aber auch unsere Planeten zu defenden. An dieser Stelle wäre natürlich auch die Überlegung gewesen, vielleicht hier überall nur zwei Bäume zu pflanzen, um jetzt ein Defend Tree hinzupacken. Das ist natürlich die Frage, kann ich eigentlich überall ein Defend Tree hinpacken? Ja, könnte ich. Es wäre natürlich zu überlegen gewesen. So, pack mal einen Defend und einen normalen und schicken die zum nächsten Planeten weiter. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, wenn dann eben mal die Herausforderung kommt, dass man halt eben wirklich so richtig krass viele Gegner bekommt, wie sich das Spiel verändert im Wandel. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, schicken da gleich mal eine größere Menge hin. Da wird gekämpft. Und habt ihr gesehen? Da haben unsere Setzlinge kaum eine Chance gehabt. Wie die hier den Planeten angreifen. Beziehungsweise, das waren scheinbar meine Defender, die da hier so gut gearbeitet haben. Okay, das ist doch natürlich schon mal schön. Es wird halt automatisch ein Baum gepflanzt, wenn wir den den Asteroiden bevölkert haben, wie es scheint. Oh, und hier sehen wir, da fliegt ein Fragment. Das klicken wir mal an. Jetzt pflanzen wir erstmal zwei Bäume. Dann schauen wir mal, ob wir das Fragment jetzt bekommen. Jetzt in der Q-Plane. Okay, dann haben wir ein weiteres Fragment. Das können wir uns an der Menü auch gerne mal anschauen, was dieses Fragment eigentlich macht. Aber wir schicken jetzt erstmal noch weitere Setzlinge aus, um die letzten zwei Planeten zu bevölkern. Wir können, wie gesagt, auch so rüberziehen, wenn wir der Meinung sind, dass es so ein bisschen leichter geht. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel diesen Planeten. Der ist halt natürlich auch schon richtig schön bevölkert. Der Baum hier ist schon richtig groß geworden. Und, oh, wir haben es geschafft. Alle sind bevölkert. Wir müssen natürlich nicht drei pflanzen. Es reicht also, dass wir sie alle einmal bevölkert haben, einen Baum drauf gepflanzt haben. Und wir erfahren halt eben, wir sind nicht alleine im Universum. Und es gibt halt auch eben korrupte Setzlinge. Und wir sollen halt im Endeffekt damit arbeiten. Und ja, bin mal gespannt. Into the Wild. Sehr schön. Der Text ist ein bisschen schnell, als dass ich ihn gut genug lesen könnte, weil ich doch ein bisschen brauche.
um eben das Ganze im Kopf zu übersetzen. Aber ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Und hier ging es dann eben weiter mit Forest. Ich würde sagen, wir klicken jetzt einfach noch kurz rein. Wir werden das jetzt nicht spielen, aber wir werden uns das Forest zumindest noch anschauen, ob das denn jetzt hier ein bisschen anders aussieht. Okay, dieser Planet ist also voller Verteidigung. Aber wo sind die Gegner? Und wir sehen, hier ist es alles schon mehr so in den Lila getaucht. Okay. Wir sollen die komplette Region erforschen und sollen die Gegner entfernen. Und wir haben hier schon relativ viele Bäume, wie ihr seht. Da haben wir schon ganz schön viele drauf. Und bisher sind es noch die gleichen Setzlinge, aber die Farbgebung ist schon ein bisschen anders. Jetzt horchen wir noch ein bisschen auf die Musik. Oh, die Musik scheint auch mal die gleiche zu sein. Na, sie ist ein bisschen anders. Oh, und schaut euch das an. Das sind unsere Defense gewesen. Okay. Da wäre es jetzt sinnvoll gewesen, einen Speer hinzuschicken, weil wenn die uns jetzt angreifen, haben wir ein Riesenproblem. Wir haben nämlich kaum Verteidigung. Das heißt, wir hätten lieber einen Speer hingeschickt. Und dann hätten wir gewusst, wie viel wir brauchen. Und jetzt haben wir sehr, sehr viele verloren. Das würde natürlich jetzt Sinn machen, herzugehen und zu sagen, okay, ich schicke hier einen einzigen Speer hin. Das haben wir gemacht. Fliegt jetzt einer hin. Der schaut jetzt nach, was da los ist. Und wir stellen fest, auch hier jede Menge. Und dann werden wir das gleich nochmal machen. Und zwar schicken wir hier einen Speer hin. Oh, haben sie uns wieder angegriffen? Okay, das scheint einer zu sein, den wir ohne Probleme bekommen. Das heißt, wir schicken hier gleich mal. Boah, ihr hättet vielleicht nicht alle hinschicken sollen. Wir können uns jetzt also auch entscheiden, welche Arten, dass wir hinschicken, wie es scheint. Schauen wir uns erst bevölkert man den einen Planeten und dann schauen wir uns im Menü nochmal was an. Nee, das waren Befreundete. Oh, das sieht toll aus. Diesen Partikeln, die es hier gab. Das ist schon cool. Können wir gleich nochmal einen weiteren Baum pflanzen. Es ist schon schön, vor allem wenn man reinzoomt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das noch viel, viel toller aussehen wird im Laufe der Zeit. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie es jetzt eigentlich gemeint war, dass man hier bestimmen kann. Oh. Können jetzt hier also die hinschicken. Schicken jetzt nur eine bestimmte Sorte so quasi. Das sieht so toll aus. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das im Laufe des Spiels noch viel, viel bombastischer wird. Aber ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, denn ich denke wirklich, dass. So, und da bin ich wieder. Als wäre es ein Spiel rausgeworfen. Safe and Exit ist nicht richtig. Man muss natürlich auf Quit gehen, klar. Sonst wirft es einen aus dem Spiel raus. Nein, ich denke, dass das Spiel sehr, sehr vielseitig ist. Ich weiß es natürlich nicht, aber es sieht doch durchaus schon mal sehr gut aus. Hier gibt es Stack, dann können wir hier uns was durchlesen, Tipps durchlesen und so weiter. Und jetzt schauen wir uns noch in die Artefakten rein, was das genau ist. Das ist also eben wohl ein Spruch. This egg-shaped artifact transmit a melody made of 7 musical notes at random intervals. Okay. Das macht also was. Ich könnte mir vorstellen, dass die Artefakte vielleicht das Spiel verändern. Ich weiß es leider nicht. Keine Ahnung. Müsste man sich mal einlesen, was diese Artefakte eigentlich genau machen. Aber, wie gesagt, seid selbst ein bisschen neugierig. Wenn euch das Spiel zusagt, schaut es euch selbst an, genießt es selbst. Wer weiß, vielleicht ist es ja was für euch. Alle nötigen Informationen dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, Dankeschön an Head Up Games für dieses unheimlich schöne Spiel. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Nur für Let's Play, wie gesagt, ich denke, man sollte es selbst genießen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und tschüss, bis zum nächsten Mal.